Liebe Messdienerinnen und Messdiener, ich will versuchen, auch auf diese Weise mit euch ein bisschen ins Gespräch zu kommen oder euch ein paar Tipps zu geben für die Zeit der Corona-Krise und was man vielleicht zu Hause machen kann. Viele von euch werden mit dem Handy oder mit einem Tablet in diesen Tagen viel machen. Und mir ist der Gedanke gekommen, vielleicht könnte ich euch ein paar Tipps geben über Apps, die mir selber viel helfen und die ich immer wieder anschaue. Vielleicht habt auch ihr Spaß daran. Vielleicht ist es etwas, was ihr euch auf euer Handy, auf euer Tablet runterladen könnt. Als erstes wäre die App Evangelizo. Bei Evangelizo wird jeden Tag das Tagesevangelium der Messe aufgeschrieben. Es gibt auch die Möglichkeit, die Lesung dazu nachzulesen. Und meistens, fast immer, ist ein kleiner Kommentar zum Evangelium dabei, von einem Heiligen aus der Kirchengeschichte oder aus einem kirchlichen Dokument, schon mal aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es gibt auch die Möglichkeit, die Heiligen des Tages nachzuschauen. Oft sind das ganz unbekannte Personen, von denen ich auch noch nie gehört habe. Andere kennt man und es ist spannend, noch einmal zu lesen, was war in deren Leben. Für jeden Tag der Heilige, der zu dem Tag passt. Soweit zu Evangelizo. Was vielleicht für euch auch spannend sein könnte, ist die App UCAT Daily. Hier werden jeden Tag neue Teile aus dem Jugendkatechismus der katholischen Kirche dargestellt. Und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, sich mit unserem Glauben etwas mehr auseinanderzusetzen. Vielleicht könnt ihr auf diese Weise eindringen, mehr in das, was wir als katholische Christen glauben. Der Dukat ist sehr verwandt mit dem Jukat, aber anders als bei dem Jukat, bei dem es um die Glaubenswahrheiten geht, um den Inhalt des Glaubens, das, was uns als katholische Christen miteinander verbindet an Dingen, die wir glauben, geht es bei dem Dukat um Dinge, die wir tun. Wie verhalten wir uns als Christen? Was können wir tun im Dienst für andere Menschen und warum verhalten wir uns? Also hier geht es mehr um Moral und Ethik und bei dem Dukat mehr um das Wissen und den Glauben als solches. Eine kleine App, die ich interessant finde, ist Vocaris. Vocaris, hierbei sind auch mehrere Hilfen für das persönliche Gebet, aber es kann vielleicht auch ein Anstoß sein, darüber nachzudenken, was fange ich mit meinem Leben an? Wie kann ich dem nachspüren, was Gott für mich möchte, was sein Wunsch und Wille für mein persönliches Leben ist? Daneben gibt es eine ganze Menge Bibel-Apps, die ist kostenlos, manche gibt es auch, die man bezahlen muss, die angeboten werden. Und mit diesen Apps kann man versuchen, die Wort der Heiligen Schrift jeden Tag mitzunehmen und daran zu denken, weiter sich einzulesen in das, was Gott uns seit Anfang der Bibel gesagt hat. Wer von euch Spaß daran hat, kann gerne auch über die Stundenbuch-App, auch die ist kostenlos, hineinschauen in das Stundengebet der Kirche, das ich als Priester, dass die Diakone, dass die Ordensleute jeden Tag beten. Manche tun es vielleicht nicht vollständig, aber für jemanden, der neu einsteigt, ist vielleicht es interessant zu sehen, an jedem Abend, jeden Tag am Abend mit der Komplett zu beenden oder mit dem Morgenlob, der Laudes, oder dem Abendlob, der Vesper, den Tag ein wenig zu strukturieren und durch das Gebet der Psalmen zu heiligen. Kürzer als Laudes oder Vesper sind die kleinen Horen. Auch davon bete ich als Priester eine am Tag, meistens die Terz. Wer mag, kann auch diese App, wie gesagt, runterladen. Wer dazu noch Fragen hat, ich kann euch gerne mehr erklären oder jedem Einzelnen, der nachfragt. Eine englische App, die hilft, etwas ins Gebet zu kommen, für diejenigen, die ihre Englischkenntnisse ein bisschen trainieren möchten,
Die irischen Jesuiten haben die App Sacred Space erfunden oder entwickelt. Und sie hilft jeden Tag, ins Gebet zu kommen und auch mit diesen ignatianischen Formen, die die Jesuiten leben, ins Meditieren und ja, über das Wort Gottes nachzudenken. Ganz besonders interessant finde ich für mich die Podcasts. Also ich höre oft, wenn ich unterwegs bin, mit dem Fahrrad fahre, beim Spülmaschine ausräumen, beim Staubsaugen, beim Aufräumen des Zimmers oder auch einfach so in einem Podcast. Manche sind sehr spannend, aber es gibt auch welche, die im Glauben unterstützen und stärken. Bet-Denkzettel ist einer, den ich ganz besonders gerne mag. An jedem Tag, fast jeden Tag, ist eine kurze Meditation von 2 Minuten, die sich mit den Texten des Tages befasst und sehr gut gemacht einen kurzen Kommentar dazu gibt, einen Impuls, über den man nachdenken kann und der einen weiterbringt im Glauben. Toll finde ich den Podcast Faszination Jesus. Hier erzählt Dr. Johannes Hartl aus Augsburg über Wahrheiten des Glaubens oder über verschiedene Themen, die manchmal sehr aktuell sind. Jetzt zur Zeit der Corona-Krise hat er einen Vortrag, aber auch andere, die sich mit Themen des Glaubens, zum Beispiel biblischen Themen befassen oder was ist das Besondere am Katholischsein? Eine ganze Menge an verschiedenen Podcasts und Vorträgen, manche eine ganze Stunde lang, manche deutlich kürzer. Auch hier bei den Podcasts gibt es einen, der für diejenigen, die ein bisschen Englisch können oder darin sich üben möchten, eine gute Hilfe ist. 10 Minutes with God. Jeden Tag eine Meditation von etwa 10 Minuten, wo es darum geht, Jesus auf die Spur zu kommen und ihn besser kennenzulernen. Im Gebet mit ihm in der Freundschaft zu wachsen. In der Freundschaft zu Jesus, in der Freundschaft aber durch ihn auch mit den anderen Christen, mit allen Menschen. Soweit vor allen Dingen geistliche Apps. Vielleicht habt auch ihr Lieblings-Apps, die für mich vielleicht interessant sein könnten. Ich bin immer auf der Suche, ein Jäger und Sammler, nach Apps, die interessant und spannend sind oder die einem etwas Freude oder neue Einsichten bieten. Eine App, die mir in diesem Punkt sehr gut gefällt, ist die App Daily Art. Eine polnische Frau hat diese App gegründet vor vielen Jahren und jeden Tag stellt sie ein Kunstwerk aus, also ein Bild von diesem Kunstwerk mit einem kurzen Text dazu. Inzwischen seit einigen Monaten gibt es diese Texte auch auf Deutsch und man sieht so jeden Tag ein anderes Kunstwerk. Manche sind sind schon sehr alt, von Höhlenmalereien über Töpferwerke von tausenden Jahren alt, bis hin zu ganz moderner Kunst hat sie immer wieder jeden Tag etwas anderes. Sehr oft finde ich die überhaupt nicht schön oder sagt es mir gar nichts, aber manchmal sind wirklich ganz faszinierende Bilder oder Skulpturen, Darstellungen jedenfalls dabei, die ich schön finde und die mir etwas zu denken geben oder die mich erfreuen. Soweit zu den Apps. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine App, die dir besonders gut gefällt, eine religiöse oder eine andere, bekannt machen könntest. Schreib mir einfach eine E-Mail und erklär mir ein bisschen über die App, die dir besonders gut gefällt, die du vielleicht gerade in diesen Tagen der Corona-Zeit besonders nutzt.